Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Starfield. So, ich habe jetzt mal ein bisschen Eisen nochmal extra eingepackt. Ich habe mal ein bisschen arbeiten lassen. Das dürfte hoffentlich passen. Wir haben jetzt insgesamt 74 Eisen. Das dürfte hoffentlich reichen. Uns ist aber das Aluminium ausgegangen. Dementsprechend müssen wir jetzt einmal kurz wechseln. Und zum anderen Außenposten, weil den müssen wir jetzt auch so langsam in Betrieb nehmen. Das heißt, wir gehen da jetzt einmal kurz rüber und gucken, dass wir dort jetzt wenigstens schon mal ein klein wenig was machen können. Hm. Hier ist wieder schön hell, ne? Hier ist wenigstens schön hell. So, warum habe ich hier so einen Knick drinne? Wegen dem Schiff Landeplatz war. Naja gut, ist nicht so schlimm. Jetzt gucken wir erstmal, dass ich hier so... Warum macht er mir denn Energie? Hä? Gut, ich will jetzt erstmal gucken, wo ist denn jetzt das Aluminium? Das sieht man ja jetzt im Hellen ja überhaupt nicht. Ach, hier. Na, direkt am Knick halt, ne? Irgendwie mag ich den Knick. So. Jetzt fehlt uns aber viel Aluminium. Das heißt, wir müssen hier leider nochmal ein bisschen gucken, dass ich hier nochmal Aluminium besorgen gehe. Irgendwo werden wir doch Alus finden, hoffe ich nochmal. Ach, hier neben ist doch gleich Beryllium. Okay. So. Mal ein bisschen Beryllium mitnehmen. Bösen Schadgase hier. Das Problem ist, ich bin halt schon massiv überladen. Ohne mein Sauerstofffeld komme ich hier nicht wirklich weit. So, 4 Aluminium brauchen wir jetzt nochmal für einen Generator. Damit Aluminium sich dann schon mal produziert. Ah, da haben wir nochmal. Das gute Aluminium. Ah, Beryllium. Ja, nehme ich auch nochmal mit. Aber mal gucken, dass wir vielleicht heute schon das Lagersystem soweit fertig kriegen. Die beiden Monde möchte ich auf jeden Fall miteinander verbinden. Das wäre schon gar nicht mal so uncool. Aber ich sehe hier nirgendwo mehr Aluminium. Na komm. Wir brauchen ein bisschen mehr Aluminium. Ich muss ja noch Strom herstellen hier. Ich glaube, es liegt an der Perspektive, ne? Ich sehe das halt nicht mehr so gut. So sieht das ein bisschen besser. Ego hilft da. Alu? Das sind auch viele Krater hier. Ziemlich viele. Ah, ich bin dankbar, dass wir hier definitiv ein bisschen was mit Sauerstoff machen können. Müssten eigentlich die Perks auch mal komplett ausbauen. Gerade sowas wie Lebensenergie und ähnliches. Ich finde ja gut, dass wir wenigstens mit einer halbwegs guten Rüstung ausgestattet sind. Also von den Werten her ist sie ja schon mal nicht so schlecht. Optisch, ja, ist okay. Ich hätte, glaube ich, lieber die vom Hunter. Die sah ein bisschen geiler aus. Schade, dass er mir die nicht gegeben hat. Als wir ihn umgenietet haben. Aber den seine Waffe hätte ich gerne mal. Die würde mich ja auch interessieren. Mal ein bisschen zocken damit. Ich glaube, wenn wir den letzten Durchlauf machen, dann würde ich, glaube ich, sozusagen die Hauptquest als erstes durchziehen.
Naja, gut, ist jetzt Spekulation. Das wird sowieso noch ewig und 3 Tage dauern, bis wir da sind. Jetzt kommt ja noch sowas wie Neon. Oh ja, Neon. Oi. Eugene. Wieder Stealth arbeiten. Um Bonus-Credits zu erhalten. Und, und. Ja, wir wissen jetzt ja, wie der Hase läuft. Mal gucken, was wir denn hier schon anders machen können. Wie gesagt, sowas wie Crimson müssten wir dann halt für Sarah. Denke ich auf jeden Fall mal. Anders umsetzen. Aber sowieso gespannt, wie wir da die Empathie am besten hochkriegen. Ob wir das auch mit kleineren Aufgaben hätten erledigen können. Aber ich fühl's, dieses Universum, das ist das Richtige. Da werden wir es hinkriegen. Sei denn, die Hauptquest ist jetzt so mega abgequetscht. Und wir kriegen es dadurch jetzt nicht mehr hin mit Sarah. Frag mich aber eigentlich auch, ob Vasco eine hätte. Eigentlich hätte ich ja die vom Vasco dann auch triggern müssen, ne? Den hatten wir ja fast immer mit. Aber es kam ja eigentlich immer nur mit den menschlichen Begleitern. Na naja, gut, wir sind ja auch empathisch, also mal gucken. Eigentlich dürften wir da gut was zusammenkriegen, geben wir die richtigen Antworten. So. Ja, habe ich mir ein bisschen die Füße gebrochen. Nicht so schlimm. So, dann wollen wir mal gucken hier. Wir haben jetzt 14 Aluminium, das dürfte ausreichen. Wir brauchen 2 von euch. Dann einmal zurück. Jetzt läuft wenigstens schon mal Aluminium. So. Gut, jetzt gucken wir mal. Lager. Wolfram. Na, das bräuchte ich eigentlich eher auf der anderen Seite. Und dafür bräuchte ich halt jetzt nochmal Aluminium. Freund oder Feind? Ah, hier ist noch ein bisschen Aluminium. Ist jetzt die Frage, Freund oder Feind? Problem ist halt, wir sind halt jetzt durch die ganzen Ressourcen mega schwer. Alter, haben wir hier eine übelste Landezone oder was ist hier los? Sind wir alle naselang was lang? So, hier sehe ich aber soweit nichts mehr. Ach, Quatsch. Nee, so. Ein Behälter können wir machen für das Aluminium. Stell ich mal direkt davor. Achso, ich muss verbinden. Da war was. Wäre schon nicht verkehrt. 4% haben wir jetzt. 4%? Wo denn? Gib mir meine 4%. Naja, gut, es dauert jetzt wieder zig lange, bis da jetzt irgendwas kommt. Ach, jetzt ist ein Aluminium reingekommen. Na komm, ich hab meine Power. Mal gucken, wer der nächste Besucher ist. Brauchen auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Aluminium. Schauen wir mal, dass wir vielleicht noch den einen oder anderen Aluminiumklumpen hier mitnehmen können. Aber sobald die Maschinerie hier läuft, dürfte das kein Problem sein. Das sind alles Ekliptik, ne?
Alter, was ist hier los? Ja, Wahnsinn, aber ich habe jetzt nicht so eine Distanzwaffe hier. Wer wäre denn übergefallen hier? Auf der Distanz können die mich eh nicht sehen. Kann ich euch alle auch über den Haufen schießen hier. Njo! I believe I can fly! Kommt mir nicht zu nah. Mich hat's erwischt. Ah, einer ist da noch, ein Spezialist. Wow, der hat ja gar nichts ausgehalten. Du siehst mich nicht. Na gut. Jetzt muss ich euch natürlich... Was Wertvolles dabei? Weiß ich noch nicht. Lass mich doch erstmal gucken. Jetzt müssen wir erstmal gucken hier, was hier so Wertvolles dabei sein. Anstachel Zeitstar. Nee. Wie gesagt, Pistolen haben wir jetzt nicht so... Ich würde gerne noch schwere Waffen reinnehmen, aber ich würde erstmal gucken, dass ich meine Gewehre ein bisschen noch verbessere. Also Teilchen und Laser nochmal ausbau. Antipersonengrendel modifiziert. Ach, ja. Muss jetzt nicht sein. Aber die wollten mich bestimmt besuchen kommen. Die sind nämlich instant zu meinem rübergegangen. Oder die wollten das andere Raumschiff angreifen. Kann auch natürlich sein. Dann gucken wir doch mal. Hallo? Meine Augen! Welche Augen? Besuch. Findet sie! Jetzt ist Zahltag. Ja, ja, dann... Lass mal zahlen. Nimm eure Stofftiere mit. Haha! Wir haben nur eine Leiter. Ich habe halt keinen Schalldämpfer, ne? Willst du mich etwa verstecken, Arschloch? Los geht's! Der ist weg! Scheiße! Einer weniger! Mhm. Was lachst du denn so hässlich? Wow, die beiden Achter haben das Schiff kommandiert hier, oder was? Übernimm die Kontrolle über verlass das Schiff. Credits Beryllium Helium. Ja, so hübsch war das Schiff jetzt nicht. Also ich könnte es dann auf mich überschreiben lassen, aber... Nee, mir sind die anderen Items lieber. Das Verkaufen von Schiffen hat sich jetzt noch nie so wirklich gelohnt. Also gehen wir hier wieder raus. So, dann können wir mal gucken, ob jetzt schon genug Aluminium da ist, dass wir einen Behälter besser bauen können. Ah, sieh mal einer an. Schau mal einer, guck.
Das gute Alu ist hier. Die bösen Ekliptik-Agenten hier. Oh, das war noch jetzt Spacer. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Sind die nicht da von denen gekommen? Oder irgendeine andere Patrouille, die ich jetzt hier erschossen habe? Na, gucken wir mal. So, jetzt dürften wir doch hier hoffentlich ein bisschen Aluminium schon drin haben. ...7% sind schön Aluminium. Okay, wunderbar. Das heißt, das passt. Jetzt brauchen wir einmal... Zack, zack. Ne? Ich wollte gerade sagen, warum will er denn nicht machen? Jetzt brauchen wir auf jeden Fall nochmal ein paar Transportbehälter. 20 Aluminium. Damit kann, lässt sich arbeiten. So, dann stelle ich jetzt einmal hier nochmal zwei hin. Können sie ja auch aufeinander stapeln. Hauptsache, ich habe da schon mal so was drin. So, von hier. Ah, es geht schon wieder so nicht so richtig gut. Ich mach das so. Ich weiß nicht, ich komme mit diesem freien Kameramodus nie so wirklich klar. So. Jetzt kann hier schon mal durcharbeiten. Jetzt sind hier 5% Beryllium. Weil die können ja nicht so viel speichern. Ich glaube 5 Einheiten oder so können die maximal reinsetzen. Und ich sehe gerade, wir benötigen mehr Strom. Ich habe nur ein Solar-Ding gebaut. Oder was? Ne, ich habe 2 gebaut. Hä? Ach, ihr produziert 4. Wieso produziert ihr... Oh, Planet, andere Energie, alles gut. Ja, auf meinem anderen sind wir näher an der Sonne, deswegen produzieren wir 10. Hier produzieren wir zu wenig. So, jetzt haben wir 12 Energie, das dürfte definitiv reichen. Muss ich beim anderen auch nochmal überprüfen, ob das passt oder nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Und zwar geht's ja jetzt langsam los. Wir wollen das ja Ganze dann hier auch wegtransportiert haben. Weil es soll ja nicht hier bleiben. Was brauche ich denn jetzt dafür? Ich brauche jetzt noch Aluminium. Gut, alles andere haben wir da. Wir haben genug Beryllium. Wir haben nur noch nicht genug Aluminium. Ja gut, gehen wir gleich nochmal ein bisschen los und sammeln das nochmal ein. Energie brauchst du nicht, das ist schon mal sehr gut. Ja, und der ist ja dann für andere... Ich denke mal, der Frachtlink dürfte doch reichen, oder? Ich habe den halt noch nie wirklich benutzt. Dass man sagen kann, okay, gut. Da kommt jetzt was an, oder muss ich jetzt den benutzen, der wegschicken kann? Wir probieren erstmal den kleineren aus, weil bei dem hier brauchen wir genau dasselbe. Den Rest habe ich eigentlich auch schon. Reaktives Messgerät, Kommstation, haben wir eigentlich alles. Aber schwereloser Draht dürfte eigentlich reichen. Gut, wir brauchen mehr Aluminium. Ist ja nicht normal. Aber ich kann mich erinnern an die Zeit, wo wir mit den anderen auch noch nicht so viel hatten. Wo das dann immer so ewig gedauert hatte. Und wieso ist jetzt hier Beryllium? Achso, weil ich beim Falschen gelandet bin. Ich wollte gerade sagen, warum ist dann da jetzt Beryllium drin? Naja, wenigstens 4 Aluminium. Gehe ich jetzt einfach nochmal in die Ecke hier. Wir brauchen mehr Aluminium.
Das ist das Einzige, was Schaffer nicht so gut zu bieten hat. Aluminium und Eisen in einem Planeten. Das wäre natürlich, glaube ich, nochmal ganz cool. Mir vielleicht doch nochmal einen Startplaneten aussuche oder irgendeine Galaxie, wo wir Aluminium und Eisen in einem Planeten haben. Wird es bestimmt geben. Es gibt so viele Planeten. Einer wäre doch da bestimmt wie für mich geschaffen. Weil gerade das ist am Anfang relativ schwierig. Aber wenn das einmal läuft und man dann genug Behälter hat, dann ist das auch nicht mehr das Problem. Naja gut, müssten wir wohl wahrscheinlich die Skills ausbauen. Sowas wie Scannerreichweite würde mir jetzt einfallen. Die würde einiges verbessern. So. Noch mal ein bisschen Alu. Das nehme ich auch mit. Auch wenn ich jetzt Helium 3 eigentlich nicht bräuchte, ne? Bis jetzt hätte ich auch so weiter keinen Bauplan gesehen, wofür wir Helium 3 brauchen. Das wäre ja dann für Interstellar. Dafür brauchst du ja dann den Treibstoff. Damit die Grafantriebe gut gelagert sind. Frage ich mich aber, mit was für einem Antrieb die sonst fahren. Muss ja auch irgendwie beheizt werden oder ähnliches. Das kann ja nicht nur mit Energie laufen. Oder doch? Sind wir schon so fortschrittlich hier? Den meisten Schaden, den drücke ich mir hier gerade selber rein. Und das nur auf der Suche nach Aluminium. So. Tipptidupptidu. Knips, Knips. Da ist noch mehr. Gleich mitnehmen. Die Arbeit als Miner ist halt schwierig am Tage. So. Ich hoffe, wir haben jetzt genug. Da haben wir nochmal Beryllium. Noch mehr Beryllium. Also Beryllium kann ich mich jetzt gerade totschmeißen. So viel brauchte ich jetzt nicht. Aber damit kann ich mich jetzt wirklich totschmeißen. So. Jetzt, wie viel Aluminium haben wir? 6. Dann schauen wir mal. Mal wechseln. Ja, der war ja ein bisschen größer. Dann stellen wir den mal hier hin. Ja, das läuft schon wieder so nicht, so wie ich das gerne hätte. Ne, komm, machen wir so. Moment, ich weiß gar nicht gerade, welcher für was war. Ach, das ist ausgehend und das hier müsste eingehend sein. Okay. Gut, na, bin mal gespannt. Das haben wir ja jetzt noch nicht gemacht gehabt.
wie das Ganze dann laufen wird. So, dann kommt der. Alles hinein. Gut. Ich weiß nicht, muss ich noch ein Schiff bauen oder so? Na, werden wir mal sehen. Jetzt muss ich aber einmal zu meinem Schiff wieder laufen. Weiß nicht, wie viel Aluminium habe ich jetzt noch da? Weil ich muss das selber ja drüben auch nochmal aufbauen. Bei 1 habe ich noch genug da, aber... Also, ja, unter A gucken, ne? Ja, wir haben noch 23 Aluminium. Das reicht. So, und wir haben ein Überfülllager, haben wir auch dazwischen mit 2 Behältern. Das dürfte ganz gut reichen. So, einmal Kraft benutzen und dann... Jumpen. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Jetzt haben wir eine halbe Stunde hier nur ein bisschen Aluminium gemacht. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das auf der anderen Seite auch noch ausbauen können. So. Alle. Lups. Recycelte Luft ist einfach nicht das Wahre. Recycelte Luft ist nicht das Wahre. Okay. So. Amila bauen. Okay. Das ist cool, das hatte ich noch nicht. Ich wollte eigentlich auf dem Pilotensitz. Das heißt, ich kann schon das Amila bauen. So. Jetzt wieder zurück zum anderen Außenposten. Na? So. Und dann gucken wir mal, dass wir da jetzt... Da dürften wir jetzt auch ein bisschen Eisen und alles schon haben. Oh, jetzt sieht es ja auch ein bisschen freundlicher aus. So, wir haben 45 Eisen gerade hier. Wunderbar. Gucken wir mal. Nee, wir haben hier mit 3... Na gut, die produzieren hier sogar 6. Da hätte ich vorhin mal gucken sollen. Das vergesse ich jedes Mal. So, wir könnten noch Wasser aufstellen, aber das machen wir dann später. Jetzt machen wir erstmal... den Frachtlink. So, den stelle ich jetzt mal. Wir hatten jetzt hier... So. Eigentlich so in fast jeder Himmelsrichtung hatten wir was, wa? Würde ich sagen, gucken wir, dass wir hier das Frachtding hinsetzen. Und dann wollen wir mal gucken. Wie steht das jetzt? Da steht es. Ich würde gerne noch so Plattform bauen dürfen. Aber sowas gibt's noch. Damit man hier, was weiß ich, noch mal ein bisschen was machen kann. Ein bisschen was mehr. So, Frachtlink. Entfernung 0. Lichtjahre. Ja, natürlich. So. Verbindung wirklich herstellen? Aktuelle Verbindung? Keine. Neue Verbindung, Jaffa Außenposten. Bestätigen. Okay. Frachtschiff 300. Okay. War das jetzt so einfach? Weil einfach ist, oder wie? Irgendwo kommt schon wieder was runter. Das Ding landet sogar hier.
Okay. Aha. Und wer liefert mir das jetzt? Gibt's da einen kleinen Vasco oder so? Muss ich dafür Credit zahlen? Kann man irgendwo an Bord gehen? Ich verstehe immer noch nicht, wie du diese Macht nutzt. Ich glaube hier. Hier ist die Klappe, aber ich kann nicht an Bord gehen. Wird nicht geöffnet. So, in ausgehend hat er jetzt nichts drin. Ist ja schon geil gemacht, ne? Ist ja schon mega geil gemacht. Aber hier ist auch nichts drin. Warum ist hier nichts drin? Hä? Hätte er nicht was holen müssen? Und das hierher lagern müssen? Das verstehe ich jetzt nicht. Doch nicht richtig gemacht. Na gut, müssen wir noch ein bisschen drin rumspielen. Wer braucht schon Betriebsanleitung? Wir spielen dran rum, bis es funktioniert. Ja, ist doch mega. So, dann würde ich mal gucken, dass ich jetzt noch mal ein paar Sachen hinstelle. Die wir definitiv noch mal brauchen. So. Nummer 1. Stelle ich mal, glaube ich, direkt davor, war. Ich glaube schon. Ja, wobei, wir haben ja hier noch welche. Das war das Eisen, was ich hier rüber gestellt habe. Hier hatte ich noch mal einen extra hingestellt. Aber so schnell sind die ja nicht voll. Ich würde sagen, ja, gut, wir, Hauptsache, wir können erstmal draus bauen. So, probiere ich es noch mal mit dem Flugmodus Bau. Also ich sehe, hier ist noch einer. Ach, mir fehlen adaptive Rahmen. Ja, dann erzähl doch nicht. Erzähl mir doch nicht, dass adaptive Rahmen fehlen. So, adaptive Rahmen. Machen wir mal. Wir haben noch 10 Aluminium. Ah, ja, komm, ich hau mal das Aluminium jetzt aus, auf den Kopf. Das können wir bestimmt gut gebrauchen. Ja, natürlich kann ich das gut gebrauchen. Weil so wie es aussieht, kommt da jetzt unser Freund wieder. So. Müsste doch richtig sein. Hoffe ich mal. Und hier müsste er dorthin liefern. Hat er 6 Beryllium geliefert. Also Beryllium ist angekommen. Ich brauche da total Aluminium. Gib mir doch das Aluminium. Ja, die restlichen Komponenten brauche ich jetzt nicht so wirklich. Kommstation und ähnliches, das ist ja... An und für sich brauchen wir das jetzt nicht so. Mal gucken, jetzt brauche ich wieder Aluminium. Gehe ich jetzt nochmal rüber sammeln? Oder lassen wir das Ganze jetzt erstmal so ein bisschen... Na gut, wird da auch nicht viel bringen.
Weil, wo, das wird in zwei Container, das sind 75, das wären 150 Aluminium, sagen wir mal 150, circa 150 Eisen, mal zwei, das sind dann 300 Aluminium, 300 Eisen. Das wäre für eine ganze Reihe Lagerkanister viel zu viel. Das ist aber die andere Sache, kann ich auf meinen Frachtraum zugreifen? Ja. Wir haben ja hier jetzt noch ein bisschen was drin. Ich muss mich ja dann auch soweit portfähig kriegen. Ich habe ja jetzt ein paar Ressourcen und alles gekauft. Und solange muss ich das ja auf dem Schiff halten. Und das ist ja eher das Problem. So, da haben wir noch einen Anzug von Ekliptik. Da brauche ich ja auch noch nichts. Die werfbaren Items. Notizen. Ja, kann nicht alles gelagert werden. Das ist nämlich das Problem. Das Schiff ist voll. Klar, ich kann halt noch das eine oder andere noch verhökern. Aber mit nur 997... werden wir da nicht viel machen können. Das heißt, ich will das am liebsten so haben, dass ich wirklich die Ressourcen schon mal auf dem Außenposten deponieren kann. Dafür brauche ich halt... Halt, ich wollte nicht das Licht anmachen. Hast du eine Ahnung, wie verantwortungslos du dich verhältst? Verantwortungslos? Wieso? Ich habe da was, weggeschossen. Ist das jetzt, weil ich geschossen habe oder was? Und nicht gleich getroffen habe? Du bist ja auch manchmal eine Nörgeltante, Sarah, wa? Schlimm, schlimm, schlimm. So. Ja, es fehlt halt mir von vorne bis hinten Aluminium. Weil ich bräuchte auch die Lagerhäuser. Und die Lagerhäuser sind halt größtenteils Aluminium. Jetzt haben wir zwar wieder adaptive Rahmen, aber nicht genug Aluminium. So, den könnten wir nochmal bauen. Der könnte uns nochmal ein bisschen was einbringen. Ich glaube, der hatte 400, ne? Ich meine, das war 400, was der drinne hat. Das wäre ja dann das Anfang des Lagers. Quasi. Kann ja schon mal hinstellen. Wo ich dann nachher alles reinschmeiße und dann wird es nachher schön artig richtig wegsortiert. So. Können wir das ja vielleicht schon mal so weit ein bisschen verbinden? Warum gibt er mir jetzt hier nochmal so einen Radius? Gehört ihr nicht, oder was? Sehr mysteriös. So. Na, wollen wir mal gucken hier. Ressourcen, wir schmeißen mal rein. Mehr kann nicht gelagert werden, aber... Oh. Das war verkehrt. sowas wie Wasser müsstest du doch eigentlich... Nee, das war ja Gas, ne? Gasbehälter gebaut. Müsste ja eigentlich Gase da reinlegen. War nicht so cool. Gucken wir mal, ob er hier irgendwas weggepackt hat. Helium 3, ja, ist ja Gas. Irgendwie cool, wenn dann hier ständig einer ankommt. So, aber... Haben jetzt so weiter nicht viele Gase, ne? Na, Gewürze sind keine Gase. Dichtungsmittel. Säuren hätten wir noch.
Bohrgeräte, Blei, Benzolwerngas. Ja, aber nicht mehr reinstopfen. Ja gut, ich müsste halt erstmal gucken, dass ich erstmal noch die anderen Behälter mache. Mensch, jetzt nicht immer Licht anmachen hier. Jetzt fehlen nur noch adaptive Rahmen. Wir haben jetzt mittlerweile kam... Also ich liebe es, Gegenden mit niedriger Schwerkraft zu erkunden. Es ist wirklich nicht viel, was da jetzt ankommt. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ich werde nochmal rüberflitzen. Das wird wohl wahrscheinlich so noch eine ganze lange Weile dauern. Das Problem ist, wenn ich so Doppelspots nehme. Ja, mit der Zeit werden sie voll genug sein. Aber für, ja, schnell mal was holen, ist immer noch zu wenig. Ich glaube, ich sollte selber nochmal losgehen. Ein bisschen Aluminium holen. Weil sonst werden wir ewig und 3 Tage brauchen. Weil ich brauche ja auch schon wieder adaptive Rahmen. Also Eisen kommt gut schon aus dem Knicke, das ist so in Ordnung. Gut, hatten wir auch ein bisschen was gekauft. Aber ich brauche halt ein bisschen mehr Aluminium. Ein little bit. Ha, jetzt sehe ich gerade, wie er losstartet. Können wir mal gucken, wie viel Aluminium jetzt hier noch drin ist. Nichts. Er kommt einfach nicht aus dem Knick, das ist das Problem. Er braucht, also einer braucht mal wieder immer noch zu lange. Deswegen wird hier auch immer so wenig abtransportiert. Die Frage, guck mal, hier ist schon wieder ein Beryllium und ein Aluminium drin. Das heißt so, ich würde sagen, alle 10 Minuten werde ich wohl wahrscheinlich 5 rüber transportiert kriegen. Die Geschwindigkeit reicht an und für sich. Die Geschwindigkeit reicht an und für sich, weil das Problem ist ja, wir haben nicht endlos Lagerplatz. Wir können nicht sagen, jo, ich kann jetzt lagern, lagern, lagern. Weil es ist ja von dem Baubudget sozusagen begrenzt. Das heißt, irgendwann ist voll. Und ich muss dann auch aufpassen, dass ich dann da nur ein kleines Lager fürs für die Transportsachen und so weiter reinsetze. Weil meiner ein größeres, also das nachher in das große, wo ich immer noch reinschmeißen will, dann habe ich nachher ein megamäßiges Problem, weil dann ist das ständig voll. Weil produziert ja nach. Das heißt quasi, ich brauche einmal ein Lager nur für den Frachtlink. Das ist dann halt sozusagen das, was ich dann zum Bauen oder ähnliches benutze. Ich denke mal, das dürften reichen, wenn das 2, 3 Körper sind. Ich würde sagen, machen wir 5 Körper. Das dürfte, denke ich mal, locker reichen. Na, da kommt schon wieder der nächste Frachter. Er ist auch relativ schnell, also... Ja, wenn ich jetzt nochmal auf meine Uhr gucke... Das geht eigentlich relativ fix. Also man kann sich ja nicht beschweren. Ja, aber dass ich jetzt hier nur noch Beryllium finde, da kann ich mich beschweren. In dem anderen Universum hatte ich immer exzessiven Mangel an sowas. Und hier findest du kein Aluminium. Naja gut, eine Questreihe machen und dann dürfte sogar auch alles voll sein. Also, so jetzt mein Denken. Aber ich würde halt erst losdüsen, Questen und ähnliches wieder anfangen. Wenn ich quasi mein Lager soweit halbwegs fertig habe. Ich fand das schon schön angenehm. Einmal kurz Außenposten. Zack. Und dann hast du erstmal alles eingelagert. Ohne Probleme. Musstest dir das nur jeweils einmal kurz in die Tasche stecken, damit es ein bisschen schneller geht.
weil das automatisch, das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert, wie es funktionieren soll, wo wahrscheinlich. Aber so ging das auch. Es ging ja relativ zügig. Muss bloß aufpassen, dass es nicht wieder wie beim ersten Mal ist. Dass es dann irgendwie falsch rum einsetzt oder so. Weil er dann irgendwo der Meinung ist, nee, habe ich keine Lust zu. Möchte ich nicht. Aber na gut. Jetzt holen wir uns hier erstmal ordentlich Aluminium. Und dann können wir noch mal ein bisschen was aufstellen. Hinten tue ich aber nur Beryllium. Na, da ist noch Alu. Gib her hier. Problem ist, ich will mir jetzt auch nicht zu weit entfernen, ne? Wir könnten ja jetzt hier mal noch ein Stück runter. Und dann direkt zum Schiff wieder. Das Gute ist ja, dank dem Transport muss ich ja jetzt nicht die Lager leer räumen. Man kann hier ganz gechillt direkt zum Schiff. Dürfte drüben ja auch schon wieder ein bisschen Aluminium gelandet sein. Doppelte Arbeit halt. So. Jetzt. Den nehmen wir auch nochmal mit. Was werden wir dann als erstes jetzt an Lagerbehälter machen? Ich glaube, ich werde erstmal die Standardbehälter machen. 5 Stück dürften hoffentlich reichen. Also die, die nicht die Erze beinhalten können, sondern die, die alle mögliche beinhalten können quasi. Weil davon sind die meisten Items wie adaptive Rahmen oder ähnliches meistens immer am schwersten. Davon 5 Stück dann bastel, dann dürfte es auch vielleicht schon reichen, um alles, was wir jetzt derzeit haben, schon mal da reinzupacken. Das sehe ich ja jetzt erst. Das Amylar ist sogar hier draußen. Wie cool ist das denn? Das Schiff gefällt mir immer mehr. Das Problem ist, wenn wir jetzt kämpfen oder so, nicht so gut, ne? Ich habe nichts, was ich hinzufügen könnte. Ja, klar. So. Dann würde ich sagen, jetzt einmal wieder zurück. Und jetzt nochmal kurz ein paar Lager hingestellt. Machen wir jetzt erstmal die Lager... Heißen die Lagerbehälter? Nicht Feststoffbehälter, ne? Ich glaube, das heißt ein Lagerbehälter. Fangen wir mit denen an. Irgendwie voll cool, wenn da hinten immer was ist. So. Gut, dann gucken. Achso, ich muss ja erstmal adaptive Rahmen basteln, sonst wird das nichts. Sonst wird das nichts. So, wir haben 44 und 45. Ja, okay. Dann würde ich sagen, machen wir mal 15 adaptive Rahmen. Für den ersten. Und dann machen wir jetzt Lagerhaus klein. Genau, Lagerhaus klein hießen die. Gib mir mal Lagerhaus groß. Die kosten aber auch nur Aluminium, ne? Ich krieg gerade mal 4 Stück hin. Na gut.
Dann wollen wir mal gucken, was er jetzt da jetzt rausgenommen hat. Oh, das sieht so aus, als wenn die schon alle voll sind, ne? Ein bisschen, wa? Okay, hier ist einiges rausgegangen. Okay, ging nochmal einiges raus. Hey, ich kann ja bald wieder... Also ich kann schon wieder richtig laufen. Ich kann ja schon wieder richtig laufen. So. Na, das läuft doch, aber ich glaube, die Kanister sind jetzt da hinten schon voll. Das sind jetzt schon 4 Stück gewesen. Das kostet halt sau viel, ne, an Aluminium. Na, 100, 100. Warum du nur auf 60 voll bist, aber du auf, das weiß ich auch nicht. Aber passt. Aber passt, kommt langsam hin. Brauchen aber noch mehr Aluminium. Wir brauchen noch mehr Aluminium. So, wie viel Aluminium? Wir hätten noch für den Feststoffbehälter klein, hätte ich noch mal was da. Das wären dann 5 Aluminium und 3 Rahmen, dann sind die auch raus, aber... Naja. Gas brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Was hatten wir hier? Einfache Fabrikator? Nee, brauchen wir auch nicht. Geschütze brauchen wir auch nicht. Dass ich jetzt hier schon mal ein bisschen was Kleines so weit hinbaue, aber... Ja doch, Auftragsbürger... Ja, kostet Aluminium. Kostet alles Aluminium. Oh Gott, Crewstation brauchen wir auch nochmal. Verdoppelt die Reichweite des Handscanners. Verdreifacht die Reichweite des Handscanners, ein größerer Wirkungsbereich als der einfache Scan-Booster und... Das Ding sieht ja auch böse aus. Vervierfacht. Ne, das hilft mir auch nicht. Bin auch mal überlegen, hier nur einen Landeplatz... Na gut. Hier würde ich dann doch den Schiffsbilder bauen, aber auf der anderen Seite würde ich nur den Landeplatz klein hinsetzen. Ist auch alles Aluminium. Kraftstoffgenerator. Stimmt, wir könnten auch mit Kraftstoffgeneratoren Helium verbrennen. Um Energie zu erzeugen. Bringt mir im Endeffekt nichts, wäre nur ein cooles Gimmick, ne? Ne, bringt mir alles nichts. Egal wie ich es drehe und wende, das bringt mir alles nichts. Klar, wir können ja jetzt erstmal wieder richtig laufen. Bisschen Helium hätten wir drin. Benzol ist jetzt auch da. Aurora ist gerettet. Na gut, wir könnten aber schon mal... Den da. Mal hier vorne hinstellen. Weil da würde ich sagen, dann machen wir hier so ein Vierer-Ding. Überall diese Steine noch. Dann stellen wir das Ding hier schön ran. Machen wir hier nachher nochmal einen drauf, einen runter und so. Und dann dürfte das auch passen nachher. Bei denen weiß ich noch nicht. Ich glaube, die lasse ich dann einfach nur auf 2 laufen, oder? 2 dürften eigentlich reichen. Das sind sehr viele Materialien. Und auf was bist du? Du bist auf Wolfram und hast auch noch gar keine, ne? Oh, ich krieg das hier alles nicht unter.
Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie, wir haben ja noch nicht wirklich was geforscht, was Außenposten angeht. Dafür fehlt uns ja hier die ganzen Skills dafür. Also kannst Außenposten zusätzliche Frachtlings platzieren, Roboter kannst du bauen, Crewmitglieder zuweisen, Außenposten-Extraktoren produzieren doppelt so schnell. Der wäre eigentlich ganz cool. Genauso wie für den nächsten Anfang wäre, das war ja hier, einmal Analyse, damit wir halt eine höhere Zoom-Stufe haben. Und Geologie. Ne, gewinnst mehr Rare organische Ressourcen, anorganische Ressourcen und gewinnst gelegentlich zusätzlich rarere Ressourcen aus Oberflächenobjekten. Also ich denke mal, auch das dürfte nicht so verkehrt sein. Schwierig, schwierig. So, und am liebsten würde ich ja mit unserem Schiff einmal komplett durchspielen, aber dafür braucht es, also wir können es nicht upgraden, das ist der einzige Nachteil. Wir hätten jetzt halt noch die Frontier, ja, da könnte ich wieder einen Schlachtkreuzer draus bauen. Ja, wir wissen ja jetzt, wir verlieren ja alles. Ob ich das nicht irgendwie so weit modifizieren kann, dass wir damit auch gut durchkommen. Das wäre sozusagen mein Ziel, aber dafür müssten wir dann halt auch gucken, welche Waffen brauchen wir. Brauchen wir Teilchen oder ähnliches. Das wird ein wenig schwierig. So, haben wir jetzt wieder Aluminium hier? Bisschen rumgeblödelt, ja, noch 5. Ich bin nochmal 3 in der. Was hattest du also vor? Ja, ja, natürlich. Clever. Natürlich. Na gut, aber ich muss auf jeden Fall Aluminium sammeln gehen. Gut, dann machen wir es so. Ich gehe jetzt offscreen nochmal. Also wir gehen jetzt nochmal. Ich kann ja jetzt sogar so schnell reisen. Ha! Cool. Ich gehe jetzt offscreen nochmal hier ein bisschen Aluminium auf unserem Planeten sammeln. Da ist ja jetzt nichts leibig von den anderen Gebäuden so weit fern. Und sammle jetzt einfach nochmal ein bisschen Aluminium, bis ich knapp 100 zusammen habe. Würde ich meinen. Das dürfte reichen. Und dann müssen wir mal gucken. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.